Und Jesus fing an, in Gleichnissen zu reden und sprach zu ihnen: Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu rufen, doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er Knechte aus und sprach: Sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit ist bereitet. Meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und sie gingen weg. Einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Die übrigen aber griffen seine Knechte, sie verhöhnten sie und sie töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete die Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereitet, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straßen, ladet zur Hochzeit ein, wen ihr finden könnt. Und die Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen. Alle, die sie fanden, böse und gute. Und so war der Hochzeitssaal voll mit Gästen. Da ging der König hinein zum Mahl, sich die Gäste anzusehen, und da sah er einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an. Und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und das Zähneklappern sein. Denn viele sind berufen, aber nur wenige auserwählt.